Und da wären wir mal wieder zurück bei Daisy. Ja, jo. Hallo. Na, was haben wir jetzt eigentlich hier genau vor? Also wir hatten gerade eben eine Essenspause, deswegen sind wir jetzt auf einem neuen Server. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen nochmal durch Solnitsch nie durch. Okay. Und ich muss meine Kugel nachladen. Heute ausnahmsweise mitgezogener Waffe. So stimmt, ach ich muss... Achso, erzähl mal, dass wir mit dem Typen, der vorhin da noch kam. Achso, ja, stimmt. Ja, als wir hier uns auslocken wollten, hier in dem Wald drin, da kam dann so ein kleiner daher und hat gemeint, also der Fabian hat sich ausgelockt und hat gemeint, er sollte ihn noch schlagen. Bloß, ich war noch nicht ausgelockt und deswegen hat er jetzt eine Kugel. Im Kopf? Kopf. Naja. Ah, deswegen fehlt mir jetzt eine Kugel. Ach stimmt, das ist ja bei dir richtig viel. Eine. Stimmt, du musst ja richtig aufpassen, naja. Ja, ja. Das Nachladen ist halt schon assi. Jetzt habe ich dich verloren. Hinter der Hütte. Bin auch hinter der Hütte. Hinter der Halle. Ja. Geh einfach weiter, ich sehe dich dann schon. Ich warte da. Hey, wo bist du denn? Ich bin auf dem Gleis jetzt. Achso, ja, da sehe ich dich dann auch. Dann geht's auch aufs Gleis. Da vor dir. Ah, da. Okay, ich hör auf. Ist hier eigentlich irgendwo ein Brunnen? Schon, oder? Da hinten noch, gell? Oh, verdammt, ich hab die Karte nach oben gezogen. Ach, du Vollidiot, ey. Ja, da oben ist ein Brunnen, ja. Ich wollte... Es wäre cool, wird hier irgendwo noch eine Lokomotive sein. Man wenn man mit der fahren könnte. Ja, das wäre ja. Euda. Euda ist ein mega. Oh, Euda. Euda, Mensch. Ich sehe den Brunnen. Ich sehe ihn. Aber ich müsste ihn eigentlich auch gleich sehen. Ja. Nein, nicht ich nachladen. Sehe. Trink Wasser. Nicht nachladen. Boah, ey. Und dann lädt er noch das Falsche nach. Das ist zum Kotzen. Okay. Also die Waffe kommt jetzt weg. Ich weiß nicht, ob das noch ganz... Ist das wirklich jetzt ganz hellgrün? Ja, es ist. Da machen wir nochmal ein zweimal. Eigentlich eine echt schöne Gegend wäre es hier. Wenn so. Nicht. Was? Wenn nicht was? Wenn ich erstens hinter dir das wäre. Und zweitens, keine Ahnung. Es keine Zombies wären. Also hier ist okay, so dann eine, jetzt noch mal, was wäre? Wenn man Burnout hatte und irgendwie eine Kur machen muss, am Arsch der Welt muss, kein Internet, kein Handyempfang, da darf man ja irgendwie nicht haben und bla bla bla. Man soll ja relaxen. Wäre es ja echt genial. Dann gehen wir es nochmal durch Solnitschnie. Ja, nochmal. Again is again. Und dann nach Elektro, würde ich sagen. Dann nach... Für richtig Spaß. Oder wie heißt das da unten? Was, Elektro? Palota oder was? Ja. Wir, wenn wir Elektro überleben, was ich bezweifle aber. Aber mir ist ja end irgendwie der Lichtbug. Lichtbug. Nicht mehr. Wieso ist denn hier keiner mehr? Ja, alle haben Schiss vor uns. Das ist jetzt unsere Stadt. Wir haben es eingenommen. Ja, das wäre cool. Ich brauche noch einen Cola oder sowas. Ich bin stuffed.
Nee, wegen Trinken dann komplett wieder einsatzbereit. Ja, ja, schon klar. Ja, so eine schusssichere Weste wäre halt jetzt zwar schon was Geiles. Ja. Gehen wir durch den Wald, oder? Ja, wie immer. Niki, die Waldgänger, grün in grün. Oh ja, wir passen uns der Umwelt an. Wenn wir jetzt schwimmen würden, würde ich mich blau anziehen. Genau. Und wenn wir durch Pisse schwimmen, gelb. Ja. So würde ich es machen. Wir würden auch noch viele weitere Beispiele einfallen, aber... Lassen wir es erst gar nicht weiter ausatmen. Bier. Bio, 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 Bio. Es wäre lustig, wenn man ganz viel Bier trinkt, dass man hier besoffen wäre. Mhm. Aber Zombie irgendein Vorteil auch dadurch. Echt? Ja, dass man auch irgendeinen Vorteil von hat, sonst wäre es ja sinnlos. Also man kriegt vielleicht nicht so viel Schaden, weil man spürt nicht so viel. Ja, genau. Dafür verschwimmt er. Ja, man zittert nicht so viel. Ja, sag mal. Ja, nee, man zittert nicht so viel. Und es kann sein, dass wenn man eine Waffe in der Hand hat, man auf einmal einen Schuss loslöst. Läufst gerade so neben deinem Mate. Entschuldigung. Da vorne ist ein Zombie, der wieder auf nichts einschlägt. Doch immer schön. Morgendliche Gymnastik. Ja. Oh, weißt du, was fies wäre? Wenn dein Rucksack oder deine Hose irgendwie ruiniert ist, dass dann vielleicht Sachen rausfallen könnten. Ja, das kommt ja auch. Echt? So habe ich das verstanden, sicher, ja. Oh mein Gott, das ist doch so ein Endhard, Mann. Ja. Lass mich die ganze Zeit rückwärts fallen. Ach, ich Idiot. Ich bin direkt in deinen Schlag reingelaufen. Irgendwie gerade endöde hier. Ja, wenn hier keine Leute sind, aber ist ja okay. Weißt du, was hier liegt? Nee. Ein Mensch. Doch. Oh nee, ich hab gedacht, das wäre ein Sack. Wow. Dem Zombie los. Okay. Crazy, crazy. Wo bist du? Rechts, rechts, rechts im Wald, im Wald. Ich gehe doch nicht durch die behinderten Häuser nicht. Die eh schon offen sind. Da war ein Zombie drin. Ja. Ein Pilz wieder. Okay, weiter geht's. Ich habe noch nie einen Pilz gesehen. Mach mal die Augen auf. Ja. Ich versuch's gerade. Ja, ja. Hast du einen? Ja. Wir müssen nochmal nach hinten schauen, gell? Weil die ja viel schneller sind, die anderen ohne Waffe. Hier ist sie da weit und breit nix. Ja, nee, ich auch nicht. Aber. Ey, ist gerade richtig spannend. Ja, ist doch wurscht. Wurscht. Durch die Gegend laufen macht genauso viel Spaß.
Wie heißt dieses Turntauben, nee, nicht Turtauben schießen oder nee? Nee. Turntauben. Ich überleg gerade. Turntauben. Ich hätte jetzt auch Turntauben gesagt, aber keine Ahnung. Ne, Tontauben. Nein, dann nicht Tontauben. Doch, hätte ich schon gesagt. Nee. Ton. T. Tontauben. Ja doch, stimmt doch, das kann sein. Weil Turntaub. Die machen noch so Saltos. Die Turntauben schießen. Wie kommst du jetzt da drauf? Ich weiß nicht. Wo sind wir eigentlich gerade? Wir müssen doch heute schon... Ah ja, in dieser Kurve da, genau. Das hier wieder keiner. Das Fahrrad wäre halt schon geil. Dann hinten drauf noch einer. Ja, ja, das wäre... Ein Tandem. Tandem wäre cool. Also, ja. Oder so ein, wie heißt ein Trabi, oder? Ja. Und dann wäre auch lustig. Nee. Ja, aber so wie ich das verstanden habe, will er auch eher langsamere Fahrzeuge als in der Mod. Also dass es welche gibt, aber die eben dann nicht so übertrieben sind. Ich würde es dann das eigentlich alles... auch an Helikopter wieder geben. Ja, oder? Ja, das schon. Das und ist geil, so ein Rennwagen. Und allgemein will er eben noch viel mehr auf Survival durch, eben sieht man ja daran, dass sowas wie Jagden so kommt. Ja, ja, schon. Das wäre sonst sinnlos, die überhaupt einzuführen, wenn man die nicht bräuchte. Ja klar, ich schätze mal, dieses Fahren, das wird eh ziemlich heftig werden mit dem Benzin und... Mhm. Ja, die Tankstellen sind ja da. Vielleicht muss man Geld finden. Nee, ich glaube nicht. Oh nee, das wäre geil, müsste man sein Auto selbst zusammenschrauben. Das fände ich irgendwie richtig geil. Kannst du durch Holz finden und so oder was? Ja, Holz, dann findet man irgendwo ein Rad. Mhm. Dann macht man sich so eine Seifenkiste, kann einen Berg runterfahren. Irgendwann findet man einen Motor. Ja, so übertrieben jetzt auch nicht. Ist schon klar. Warte mal, wo bist denn du gerade? Hier ist schon wieder ein Pilz. Ah, ich bin... Was, bist du eigentlich auch so ein Spieler, der das halbe Spiel mit den Augen spielt? Also... Mein... Ja, schon... Was? So viel Wert auf Grafik und so, Dick, also... Ja, schon. Sonst will ich mir ja keinen guten PC holen. Weil ich lieb das irgendwie. Meine Sonnenstrahlen sind wieder mega, mega geil. Bandflare. Aber ich will allgemein, dass es einfach gut aussieht und passt, aber dann achte ich da eh nicht mehr drauf. So, dass es allgemein insgesamt gut ausschaut. Nee, zum Beispiel sowas wie die Pilze, das freut mich irgendwie immer total. Ja, ist ganz nett. Was finde ich immer, sowas mag ich. Pilze? Pilze. Ja, oder, das fände ich jetzt auch noch cool, wenn, zum Beispiel ein Hasen vorne fand ich auch cool, dass es schon so eingebaut wurde, dass es jetzt bald auch Rehe gibt und sowas, das wäre auch ganz geil. Ich fände, es sollte noch irgendeinen Bogen geben oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Wie bei Far Cry. Spiele ich ja gerade durch. Das Dreier. Deswegen spreche ich es ja an. Achso. Ich find's geil. Ist auch nicht schlecht, bloß ich finde es ein bisschen übertrieben, das mit Skyrim mit Waffen zu vergleichen. Wie meinst du das? Ja, weil die Macher von Skyrim haben immer gesehen, ja, Skyrim mit Waffen. Haben sie immer ganz große angekündigt, aber das finde ich übertrieben. Aber ich finde es krass, wie das wusste ich gar nicht, dass Far Cry und Assassin's Creed so verbunden ist, dass da so viel 99% gleich sind. Echt? Also außer die Story und so. Ja, mit denen allein schon mit den mit den Funktürmen und so. Mhm. Stimmt. Und auch das, einfach das alles. Ist mir auch schon aufgefallen bei meinem Setting Let's Play, das ich gerade irgendwie pausiert habe. Ich weiß eigentlich gar nicht wieso. Ich habe selbst noch Filmmaterial, aber irgendwie
Ich vergesse es immer hochzuladen. Aber da ist mir auch schon aufgefallen, das Crafting-System. Also da kann man sich auch Taschen herstellen. Ja, und genau, ja, alles genau gleich. Das ist einfach genau gleich wie in Far Cry. Ich finde trotzdem super, ich finde trotzdem beides super, aber schon krass. Nur das Setting halt anders. Es sind beide halt wirklich geile Spiele. Bloß, ich muss sagen, wie findest du Assassin's Creed 4? Ich fand's geil. Also ich fand's das Beste. Ah nee, ich nicht. Und das passt irgendwie nicht rein. Ja, ich habe die anderen aber auch nicht so intensiv gespielt. Ich habe die meisten immer nur irgendwie so halb durch. Nee, also ich habe alle, aber ich muss sagen, irgendwie das passt, finde ich, nicht rein, weil man ist da irgendwie viel mehr auf dem Boot unterwegs und ja, immer klar, nur so aber kleine Welten, diese kleinen Inseln. Ja, nee, das ist was anderes, aber ich finde es gut auf jeden Fall. Ich finde es besser. Ja, es ist nicht schlecht, aber es ist. Ja, es ist halt Geschmackssache. Ja. Mit Fliegen haben sie überhaupt nichts in beiden Spielen. Ja doch, stimmt, mit dem. Doch, Gleiter beide. Ja, genau. Ja gut, aber zum Beispiel so ein Heli oder so. Bei AC. Hast du schon Far Cry Online gespielt? Nee, noch nicht. Ist das gut? Was kann man da machen? Ja, es ist ganz lustig gemacht. Das ist einfach eine Welt und das sind Waffen und ja, man. Ganz auch ganz lustig, man es sind da auch überall Fässer, die man in die Luft jagen kann, dann brennt er erstmal ein Stückchen und ist schon ganz lustig gemacht, ja. Ist aber nebensächlich eigentlich in dem ja, Spiel. Wie bei AC halt. Ja. Wobei bei AC, das habe ich irgendwie gecheckt, das habe ich mal kurz angespielt nur. Vielleicht habe ich irgendwas nicht alles gesehen, aber die Grafik kann es sein, dass die da einfach nur scheiße ist. Im Gegensatz zum sie Singleplayer. Ist ein bisschen schlechter, aber nur ein bisschen, aber eigentlich. Echt? Ja. Okay. Da hattest du irgendeine falsche Einstellung. Mir kam es richtig kacke vor. Nee, weil ich habe hast du den Multiplayer online viel auch gespielt? Mal eine ganze Zeit lang gespielt. Okay. Und es ist eigentlich schon ganz lustig. Bloß es ist zu leicht gemacht. Es wäre einfach geiler, wird es noch mehr auf Beobachten gehen und. Weil da muss man einfach, naja. Bis hier immer noch keiner langgelaufen ist, was? Mal bitte? Bis hier immer noch keiner langgelaufen ist. Ja, aber wir sind beiden kann. Ja. Vorne sind schon die Häuser. Schauen wir nur von oben rein, dass wir da irgendwas sehen, würde ich sagen. Du hast ja auch einen Dosenöffner, gell? Ja. Und ich habe ihn ja gegeben. Aber die Zeit ist schon wieder rum. Oh ja, okay. Jetzt sind wir auf sie zu schauen. Gut, dann danke fürs Zuschauen. In der nächsten Folge schauen wir uns Kami an. Aufsendung, wo wir uns ja unsere Meinung über andere Spiele, über Ubisoft-Spiele gegeben. Leider. No, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis morgen.